Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Tanja Richers. Ich bin Vitamin D-Beraterin und Expertin aus eigener Erfahrung beim Essen. Und hier ist ja bei mir auf meinem Kanal immer wieder das Thema Immunsystem. Wie kann ich es stärken? Unter anderem über die Ernährung, über Mikronährstoffe und vor allen Dingen, was ist zum Beispiel auch das Anzeichen für ein sehr schwaches Immunsystem? Und da ist das Thema Herpes ein großes Thema. Ich denke, ihr habt es auch gesehen, bei mir auch. Auch da greift mich dieser Virus auch immer wieder an, sodass auch mein Immunsystem auch ich immer wieder aufbauen bzw. stärken muss. Ich bin also auch selbst nicht davor gefeit, aber die Tage, wo ich Herpes habe, sind auch immer kürzer geworden und auch nicht mehr ganz so gravierend, wie ich es auch früher kannte. Das sah also wirklich sehr, sehr schlimm aus für mehrere Wochen. Wie gesagt, daran hat man auch erkannt, dass mein Immunsystem da schon sehr schwach war. Und ich möchte heute euch einmal einen Artikel mit euch teilen von dem Zentrum der Gesundheit. Der Link zu diesem Artikel ist natürlich auch wie immer hier für euch unten auch in der Bemerkungsbox. Und hier wird ganz zu Anfang erzählt, Herpes tritt immer dann auf, wenn man die schmerzenden Lippenbläschen am wenigsten gebrauchen kann. Natürliche Maßnahmen helfen oft besser und vor allem langfristig, sodass Herpes, und zwar nicht nur Lippenherpes, sondern auch Genitalherpes dauerhaft verschwunden bleiben. Ja, Inhaltsverzeichnis zu dem Thema Herpes ist hier, und zwar Herpes simplex bei 80% aller Menschen. Die typischen Symptome: Herpes bleibt ein Leben lang erhalten. Herpes bricht nur bei geschwächtem Immunsystem aus. Dann Therapie in der Schulmedizin. Die zwei Ziele der Therapie: natürliche Maßnahmen zur Vorbeugung von Herpes wird hier genannt, weitere Naturheilmittel gegen Herpes und Ergänzung vom 14.04.2020 Erfahrungsbericht einer Leserin: Herpes, was also tun. Bei diesem Erfahrungsbericht einer Leserin geht es auch um das Lysin und da möchte ich heute im Speziellen mal drauf zukommen. Und zwar, was ist Lysin? Ich habe hier mal von der Akademie für Menschliche Medizin eine Begriffserläuterung gefunden, die Rolle von Lysin und das Immunsystem. Lysin, eine essentielle Aminosäure, ist für die menschliche Gesundheit unverzichtbar und muss über die Nahrung oder als Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen werden. Es ist an der Bildung von Kollagen beteiligt, einer der wichtigsten Komponenten für Haut, Knochen und Bindegewebe und spielt eine entscheidende Rolle bei der Immunantwort. Lysin unterstützt die Produktion von Antikörpern und hat eine wichtige Funktion bei der Zellteilung und der Reparatur von Geweben, was für eine effektive Immunantwort unerlässlich ist. In diesem Beitrag von dem Zentrum der Gesundheit, von einer Betroffenen, steht auch nochmal genau drin, wie viel sie jeweils diejenige genommen hat. Erfahrungsbericht also einer Leserin von Lysin, auch im Vorfeld als Prävention. Ich fand es eine ganz spannende und vor allen Dingen sehr hilfreiche Information. Und ja, dann bin ich also am Ende meines heutigen Tipps wieder für euch. Und wenn euch dieses Format und Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, dieses Video zu teilen. Und wenn ihr meine langjährige Expertise benötigt im Hinblick auf eine Vitamin-D-Beratung oder auch meine eigenen langjährigen Erfahrungen, teile ich in Form eines Unterrichts im Hinblick auf Ernährungsumstellung. Wie kann man sein Immunsystem noch über die Ernährung stärken und vieles mehr. All das könnt ihr auf meiner Website unter feelgoodhazy.com unter Angebot auch alles sehen. Da habe ich sowohl ein Angebot für Einzelunterricht als auch für Gruppenunterricht. Der Link ist wie immer hier für euch unten auch in der Bemerkungsbox. Ja, und last but not least, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, am Ende dieses Videos ist der Button dazu. Betätigt bitte auch die Glocke, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, freue mich auf ein nächstes Mal mit euch und wünsche euch bis dahin alles Liebe und Gute und weiterhin viel Gesundheit. Bis dann, tschüss.